Frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht in das Jahr 2021. Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Naja, wir möchten einmal in dem heutigen Video darauf eingehen, was unsere drei großen Hauptziele für dieses Jahr sind, wie es in unserem Innenausbau unseres Tiny Houses vorangehen soll, welche Dinge oder Projekte als nächstes anstehen und natürlich auch, welche Videoinhalte euch explizit auf unserem YouTube-Kanal erwarten werden. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und für diejenigen von euch, die zum ersten Mal einschalten, wir bauen uns ein Tiny House auf Rädern. Und dieses Tiny House ist Ende letzten Jahres angekommen, zu Weihnachten tatsächlich. Das war unser Weihnachtsgeschenk und steht jetzt mittlerweile in der Einfahrt. Genau, wir haben uns dafür entschieden, dass wir jetzt das Haus nicht mehr nach hinten fahren möchten. Das hat verschiedene Gründe. Einer davon war, dass es durch die Jahreszeit bedingt einfach unglaublich matschig war. Wir natürlich durch die Positionierung des Hauses direkt am Feld standen und wie auch schon mal in einem anderen Video, wir verlinken das gerne, über die Problematik der Winde und der Form eines Tiny Houses gesprochen haben, wie man das Haus auch anders befestigen kann. Dadurch, dass wir aber ja anstreben, zum Frühjahr, spätestens Sommer diesen Jahres auch auf unseren eigenen Tiny House Platz zu ziehen, wollten wir hier einfach nicht im wahrsten Sinne Wurzeln schlagen. Das heißt, wir haben jetzt auch einen besseren Zugang. Das Haus steht einfach etwas stabiler. Noch ein kurzes Update an dieser Stelle. Unser Haus ist uns ja gebracht worden oder war so lange in der Werkstatt, weil wir zusätzliche mechanische Befestigungen jetzt haben, eine leichte optische Verbesserung an unserer Fassade vorgenommen wurde. Die Paneele wurden ja damals verklebt. Für diejenigen von euch, die das noch nicht wissen, wir verlinken euch gerne das Video an dieser Stelle. Ich glaube, auf der Seite war Ja. es. Jetzt habe ich es. Das sind zusätzliche mechanische Befestigungen an unserem Ständerwerk, die Sandwich-Paneele, also unsere Sandwich-Platten, auch nochmal gut halten, nochmal zusätzlich halten. Jetzt möchten wir ganz kurz noch auf unsere Aussichten für dieses Jahr eingehen, was unsere Hauptziele sind, was wir erreichen möchten. Und eigentlich haben wir es schon im Ansatz auch angesprochen, ne? Also das Erste ist, denke ich, den Innenausbau fertigzustellen. Mhm. So schnell wie möglich einen Stellplatz finden. Wir haben ja einen in Aussicht. Genau, aber hoffen, dass wir das eben jetzt auch im Frühjahr dann in trockene Tücher wickeln können, dass das wirklich nicht nur eine Aussicht ist, sondern dass wir wissen, dass wir ab Frühjahr, Sommer spätestens unseren eigenen Platz haben und Und dann, einziehen. ja, endlich einziehen. Das ist ja, das ist eigentlich das Hauptziel, dass wir einziehen und so einziehen, dass wir ein funktionierendes Haus haben. Dann ist unser Jahr schon perfekt. Was erwartet uns also noch im Innenausbau? Wir haben einmal den Einbau unserer Küche. Dann haben wir natürlich die Fußbodenheizung. Den Fußboden, den wir verlegen. Was noch? Wir müssen natürlich streichen, wir müssen im Badezimmer noch die Decke abhängen, uns noch ein Waschbecken und so ein Waschbeckentischchen und ähnliches bauen oder kaufen. Die Die Dusche Möbel, zusammenbauen, die Möbel, ne? Aber genau, auch die die Dusche. Möbel, vor allem aber auch Heizung und Wasser, also unsere ganze Versorgungstechnik abnehmen lassen, also Gas, Ja. und ja, die ganzen Versorgungssysteme auch mal ans Laufen kriegen. Also es ist noch ziemlich viel, Genau, was und noch somit kommen wir zukommt. eigentlich zum letzten Punkt für das heutige Video, welche Videoinhalte euch in diesem Jahr auch auf unserem Kanal erwarten werden. Und da möchten wir, oder das ist unser Ziel, dadurch, dass wir so viele einzelne Projekte im Innenausbau des Tiny Houses haben, schauen, dass wir so viel wie möglich natürlich für euch auch aufnehmen, aber das Ganze thematisch in einem Video zusammenfassen. Das heißt, dass ihr ein Video zum Thema Küche oder Fußbodenheizung bekommt, dass wir das auch für uns besser als Projekt rückblickend nochmal betrachten und bewerten können, was wir beim nächsten Mal anders machen würden. Das heißt aber auch, dass das, weil man immer Bits and Pieces parallel macht, wir etwas länger brauchen werden, also nicht jede Woche ein Tiny House Innenausbau-Update-Video kommen wird, sondern wir das Ganze gut durchmischen wollen. Ja, das haben wir ja im letzten Jahr etwas anders gemacht. Da haben wir immer wieder sukzessive mal ein Update-Video gebracht. Also da versuchen wir das eben erstmal zu vervollständigen, das Projekt, und dann eben mit euch zu teilen. Das ist zumindest der Versuch, Ja, ja. das nimmt bei uns vor allem aber auch inneren Druck raus, weil wir natürlich auch jede Woche dann die Videos produzieren. Wir produzieren nicht wirklich vor, also ihr seid immer auch direkt up to date.
Und das nimmt bei uns einfach ja, den Druck, dass wir nicht jede Woche auch ein Update präsentieren müssen, ja, sondern dass wir das nach unserem Tempo machen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es auch mal wieder das ein oder andere Talk-Video geben wird, ja, dass wir hoffentlich, also wir haben zumindest noch eine Tiny-House-Tour geplant in diesem Jahr, also die wir mit euch teilen wollen. Die haben wir schon im letzten Jahr aufgenommen. Mhm. Die müssen wir noch runterschneiden. Vom lieben Wolfgang. Das wird ja auf jeden Fall eine super Tour. Grandios. Ja. Wir fanden es sehr, sehr schön bei ihm. Wir wollen das Thema Tiny House oder Leben auf kleinem Raum eben auch ganzheitlich betrachten. Und dazu gehören eben auch diese Ausmistvideos und diese Talkvideos, weil das ja auch viel mit dem Mindset zu tun hat, mit der inneren Einstellung. Und der, ja, Weg zum Tiny House findet halt auch auf verschiedenen Ebenen statt. Nicht nur im Innenausbau, sondern, ja, auch wir verändern uns ja stetig. Und, ja, das macht auch was mit uns. Und das, ja, finden wir es einfach Teil auch, der auf dem Kanal oder auch in Form von Videos mit dazugehört. Und deshalb wird es davon auch in diesem Jahr Inhalte geben. Ja, und das war es auch schon mit diesem Video. Ne? Wir hoffen, ja, euch hat's gefallen. Das erste Video im Jahr 2021. Wir müssen erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, ja, vor der Kamera. Wir rufen uns noch ein bisschen ein. Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Und dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.